Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Erstmal ganz, ganz recht herzlichen Dank für euer Vertrauen. Danke an alle, mit denen ich in letzter Zeit so wunderbare Gespräche führen durfte. Danke an für euer Vertrauen. Und ja, genau hier soll eigentlich dieses Video ansetzen, weil ich immer wieder die Frage bekomme, was soll ich tun? Und ich möchte hier mal zusammenfassen, das, was zu tun ist, hat nur mit dir zu tun. Also, was soll ich tun? Das Außen außer Acht lassen. Wirklich es nicht ignorieren, sondern zu wissen, dass das Außen mich nicht beeinflussen kann, wenn ich keine Kraft, Power ins Außen setze, sondern komplett weiß, wer ich bin, dass meine Vorstellungskraft die einzige manifestierende Energie ist, meine Gedanken, meine Ansichten und meine Rückschlüsse. Und wenn ich darauf aufbaue, auf diesem Wissen, muss ich zweitens umzu nichts im Außen tun. Ich muss niemanden anrufen, ich muss mit niemanden sprechen, ich muss niemanden überreden, ich muss niemanden überzeugen. Ich muss nichts tun, um eine Wirkung zu erzeugen. Die Wirkung erzeuge ich, indem ich mich um meinen Seinszustand kümmere, mich um meine Identität kümmere, mich um mein Selbstkonzept kümmere, mich darum kümmere, wer ich bin. Ich bin göttliches Design. Ich bin absolut fehlerfrei. Hier ist ein Blueprint am Start, der, wenn ich dieses ganze Human Design, diese ganzen Überzeugungen, die ganzen Zusammenhänge, die ganzen Rückschlüsse, die ganzen Ansichten, die ich gelernt habe, die anderen noch weitertragen, ad acta lege und weiß, dass dieses göttliche Design, diese göttliche Essenz sich ausdrücken kann in diesem Leben, wie sie möchte, wie er möchte. Als Tänzer, als Businessmann, Businessfrau, absolut genialer Liebhaber, absolut sexy Person, was auch immer dich erfreut und dich begeistert, was du auch immer erleben möchtest, das kannst du wählen zu sein. Aber wähle nicht um zu. Wähle nicht etwas zu sein, etwas darzustellen, etwas zu tun, weil du glaubst, das ist der Weg zu deinem Living in the End. Dein Living End ist da, du musst nur eintreten. Und was dazu zu tun ist, ist diese Persönlichkeit zu erschaffen, zu entscheiden, zu erwählen, zu auserwählen für dich, ohne Kompromisse, im absoluten Ideal für dich. Und dann übst du diese Identität, diese Person. Und indem du übst mit Selbstgesprächen, inneren Gesprächen, Spiegelgesprächen, Schreiben, Journaling, im wahren Leben, indem du rausgehst und deinen Spiegel siehst und siehst, was dir gespiegelt wird und dann wieder nach Hause gehst und die Hausaufgaben machst und das, was im Spiegel ist, hier innen an dir veränderst, das ist dein Job. Aber niemals rausgehen und umzumachen, Leute anzurufen, Bekanntschaften zu machen, sondern weil es mich begeistert, weil es meiner Ideal-Identity, meiner Divine Design Identity, dem Ausdruck, den ich für meine Divine Design Identity wähle, entspricht. That's it. Das ist zu tun. Und wenn ich ein SP zurück will, dann ist es genau das Gleiche zu tun. Wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten? Das ist die Frage. Wie verhältst du dich, wenn du die Frau bist, der Mann bist,
der von jedem gewollt wird, mit der jeder will zusammen sein, jeder will unterstützen, jeder will in deinem Universum sein, jeder will in deiner Energie sein, jeder will von dir wissen, was du zu sagen hast. Wie verhältst du dich dann? Ruhig, gelassen, nicht verpflichtet, irgendetwas zu tun, empfangend, freudig. Im Vertrauen, zweifelsfrei, sorglos. Das ist dein Divine Design Zustand. Egal in welcher Situation, egal in Bezug auf wen oder was. Diesen Divine Design Vibe, den erzeugst du in dir. Bedingungslos, weil es du eben bist, weil es deine Blueprint ist, weil es das ist, was du bist, weil es das ist, was wir alle sind, weil das das ist, was wir in unserem eigenen Universum sind. Wir können darstellen und kreieren und generieren, ein Universum manifestieren, wie wir es wollen. Und wir schreiben die Rollen aller Mitspieler auch. Nur wenn wir glauben, dass die Mitspieler eigene Rollen haben, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Und dann ist die Frage, die ich mir stelle, wieso glaube ich, dass der Mitspieler eine eigene Rolle hat? Logisch hat er keine eigene Rolle, weil er in Bezug auf meine Ansicht mit mir meine Rolle spielt, unser Spiel spielt, unser Game spielt. Deswegen ist es ja auch so, immer wieder, dass die Leute zu anderen Leuten anders sind und du immer wieder denkst, wieso ist der so zu nett zu allen und zu mir so zurückweisend? Welche Ansicht hast du über diese Person? Und mir selber ist es schon 100.000 Mal, unzählige Male so gegangen. Ich dachte, Mann, der oder die, die ist zu anderen so aufgeschlossen und so locker und so flockig und so leicht. Und bei mir die Person irgendwie ängstlich und dann Stock im hinteren Teil. Warum? Welche Ansicht hast du über diese Person? Ist das eine Ansicht, in der diese Person eine Nähe sucht? Möchte diese Person so gesehen werden? Ach, nee, das ist kritisch, das ist ablehnend, das ist nicht respektvoll, das ist degradierend. Oh. Ändere ich meine Ansicht gegenüber dieser anderen Person? Ändert sich das Verhalten dieser anderen Person gegenüber mir? Es ist Gesetz. Es ist Gesetz. Das ist Schöpfung. Das ist Manifestation. Es passiert immer so. Und wenn du das verstanden hast, kannst du, ohne traurig zu sein, ohne dich schlecht zu machen, einfach nur korrigieren. Korrigieren. Ganz krass. Einfach nur korrigieren. Dich korrigieren, deine Ansichten korrigieren. Punkt. Das ist das, was du tun musst. Und nicht einmal, nicht zweimal, nicht morgen, sondern jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Und das ist das, was auch wahnsinnig Spaß macht. Immer wieder zu sehen, wer bin ich jetzt? Was glaube ich jetzt über mich? Was glaube ich über einen anderen? Was glaube ich über die Welt? Was glaube ich über meine Zukunft? Was glaube ich über meine Vergangenheit? Was glaube ich? Und wenn du das wirklich so rausfunnelst und immer wieder zurück zu dir kommst, zu dem, was du wirklich bist und zu deiner Essenz, dann steht dir die Welt offen. Dann musst du nur noch entscheiden, ich will das, 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 das. Und das ist ein mentales Spiel. Und aus dem, wer du mental bist, reflektiert sich die Welt. Und du musst nicht auf die Welt, auf deine Reflexion reagieren, wenn sie nicht das ist, was du haben möchtest. Wenn sie das ist, was du haben möchtest, reagierst du, machst du mehr draus, machst du mehr und mehr und mehr. Ja, viel Freude bei diesem Video. Es gibt noch die Möglichkeit, zum Vorteilspreis die Gespräche zu buchen. Mach das, wenn du mal mit mir persönlich sprechen möchtest, wenn du durchleuchtet werden möchtest. Du hast hinterher die Aufzeichnung und diese Aufzeichnung kannst du dir unendliche Male anschauen, weil es eigentlich nie mehr bedarf als ein klares Gespräch mit mir. Nur nachher die Umsetzung, die ist jetzt und jetzt und jetzt und jedem jetzt in deinem Leben. Und da darfst du dich nicht mehr
absaugen lassen oder in diesen Sog des Human Design bedingten Denken, des relativen Denken, des Denken in Abhängigkeiten reinsaugen lassen, sondern musst absolut bei dir bleiben als energetisches Wesen und sagen, meine Energie ist das Einzige, was entscheidet. Meine Divine Design Energie macht mir ein Divine Design Leben. Ich habe sie, es ist, gehört mir, ich muss sie nur in Anspruch nehmen. Und deswegen kauf dir auch noch den Kurs Divine Design Energetics, komm in den Live-Call im Oktober, du bist ja dann auf der E-Mail-Liste, du kriegst dann einen Termin gesagt, wird natürlich auch aufgezeichnet, die Aufzeichnung kriegst du auch noch dazu. Es ist unbezahlbar, dass du wirklich mal dieses energetische Denken lernst, das Denken in Energie, in Information, in unsichtbare Information, dass du lernst, diese unsichtbare Information zu generieren, sodass sie sich im Außen manifestiert. Dein Verstand will verstehen. Und in diesem Mini-Ausbildungskurs Divine Design Energetics erkläre ich dir das. Und es sind die Basics, dass du immer wieder zurückkommen kannst und kannst sagen, hey, das ist nur Energie. Es hat überhaupt keine Bedeutung, die Information und die Bedeutung, die ich in die Energie einspeise, die wird mir gezeigt. Also ändere ich die Information und Bedeutung, die ich in die Energie einspeise, und dann zeigt sich mir was anderes im Außen. Und weil es so ist, wie eine neue Sprache zu lernen, weil es so wirklich so ist, ein neues Vokabular, eine neue Grammatik zu lernen, eine neue, komplett neue Sprache, die auf nichts aufbaut, was du bis jetzt gehört hast oder gesprochen hast, ist es halt wie eine neue Sprache lernen. Und da musst du dich einfach reingeben und vor allem musst du die Sprache sprechen. Das heißt, du musst üben. Und das ist das, was du zu tun hast. Das ist das, was du zu tun hast. Und das ist das, was du mit mir zusammen tun kannst in meinen Masterminds. Einerseits Rising Up, wenn es wirklich nur um Identity und Personality geht, im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt, wenn es darum geht, dass du dein Business damit dorthin bringen willst, wo du es gerne haben willst, du diese Business-Identität annimmst von jemandem, der wirklich absolut wichtig und erfolgreich ist, weil so wichtig, was du zu sagen hast, was du anzubieten hast, was du weiterzugeben hast. Aber dazu brauchst du eben auch diese entsprechende Divine Design Identity, um dieses Divine Design Business zu haben. Und das ist dann nachher aus Energie generiert, die du bist. Dein Business, deine Angelegenheit. Wenn deine Angelegenheiten super wertvoll sind und du davon ausgehst, dass sie alle haben wollen, dann brauchst du dir um Kunden und Akquise und was weiß ich nicht was, keine Gedanken mehr zu machen, weil es ist da. Es ist dein Living in the End, aber das bist du. Und solange du nicht bist, ist dein Living in the End eben auch nicht draußen 3D manifestiert in der objektiven Welt sichtbar. Und mach das Game mit, spiel mit uns, freu dich dran, nimm es wirklich leicht, weil es ist leicht. Ich meine, Energie mit einem Gedanken rauszuhauen, ist ja wirklich nicht schwer. Nur das, was alles dahinter hängt, was dir verhindert, diesen einen Gedanken so krass und so klar rauszuhauen, das muss weg. Und das mache ich in meinen Masterminds, in meinen Coachings, in meinen Gesprächen. Das erkläre ich dir in den Selbstlern-Online-Kurses. Es gibt für jeden irgendetwas, aber es ist so wichtig, dass du anfängst und dranbleibst, anfängst und dranbleibst und nicht mehr aufhörst, sondern es jeden Tag tust und weißt, was zu tun ist. Und nicht wieder die Frage, was soll ich tun? Soll ich anrufen? Soll ich nicht anrufen? Soll ich texten? Soll ich nicht texten? Soll ich ein Angebot zusammenstellen? Soll ich Werbung machen? Soll ich launchen im Business? Ja, alle immer diese Fragen, die du dir stellst. Es gibt keine Frage. Keine offene Frage im Living in the End, sondern es ist eine Energie, die dich bereichert und dazu bringt, die Dinge zu tun, die dich begeistern. Also wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.